Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu den Battle Brothers. Wir werden jetzt mal nach Strauchdorf hochlaufen und gucken, ob die dort vielleicht irgendwie eine Aufgabe für uns haben, die wir erledigen können. Denn wir brauchen eine ganze Menge Aufgaben, damit wir uns ein bisschen Geld verdienen können. Und natürlich brauchen wir auch weitere Leute. Denn im letzten Gefecht haben wir leider zwei verloren. Aber ja, das lässt sich leider nicht immer verhindern. Mal gucken, was es hier gibt. Erstmal ein paar Leute einstellen. Wie Ewald den Stein. Willkommen bei den Battle Brothers. Für Ewald haben wir doch bestimmt noch eine halbwegs vernünftige Ausrüstung. Ja, aber wir bräuchten vielleicht noch irgendwie eine Rüstung. Beziehungsweise bessere Klamotten. Hier ist die Auswahl aber auch nicht besonders groß. Schade aber auch. Naja, vielleicht können wir einen Bogenschützen aus dir machen. Ja doch, 38 ist so schlecht nicht. Vielleicht triffst du ja aus Versehen irgendetwas. Und dann verkaufen wir eine ganze Menge Zeug. Wie hier die ganzen Lumpen. Ein Speer, den Dreschflegel. Genau. Fragen wir mal, was die hier zu tun haben. Ja, meine Ohren sind offen. Lass uns mal über Geld reden. Ich hätte gerne ein bisschen mehr. 200 und 320. Gibt es noch ein bisschen mehr? 250 und 290. Ja komm, das können wir machen. Und wir müssen Ware nach Ellengrube bringen. Na komm, machen wir. Wo liegt denn Ellengrube? Irgendwo im Norden, haben die gesagt. Au. Ja gut, machen wir uns auf den Weg. Gehen erstmal Richtung Blankhum. Und schauen mal da, ob es da vielleicht irgendetwas Nützliches für uns gibt. Blankhum ist ja auch nur irgendwie so ein kleines Dörfchen mit Hafen. Da oben haben die keinen Hafenanschluss, oder? Nein. Hätte mich auch gewundert. Oh, hier gibt es einen Schläger. Na dann, willkommen in der Truppe. Und einen Rattenfänger vielleicht auch noch? Na komm, Herr Rattenfänger. Ich weiß, das sind alles keine guten Krieger, aber das wird schon mit der Zeit. Na komm, nimm du hier nochmal die Keule. Oh, ich hätte erstmal gucken sollen, was hier die Ringe wert sind. 151, ich glaube, in der Stadt bekommen wir deutlich mehr dafür. Was wir nehmen könnten, wären diese Klamotten hier. Vielleicht noch ein Schild. Dann können wir zumindest einen von denen umziehen. Den Schild kannst du vielleicht auch so mitnehmen. Wobei, den guten Schild, den geben wir jemand anderem. Dann kannst du den hier in der Tasche mit dir mitführen. Wir verkaufen definitiv noch diese Lumpen hier für 8. Jo, wir haben aktuell eine Aufgabe, von daher. Lass uns weiter nach Knochendorf laufen. Kochendorf. Und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es dort auch was Interessantes. Überall auf dem Weg sollten wir irgendwas einkaufen. Und mir fällt gerade auf, wir sollten vielleicht auch noch ein bisschen Nahrung zu uns nehmen, beziehungsweise einkaufen. Denn wir haben ja nicht mehr so viel. Aber auf dem Weg dorthin überholen wir erstmal die Karawane. Sehr schön. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen Munition nachkaufen. Werkzeuge haben wir zum Glück genug. Und ich möchte da nicht in der Nacht antreffen. Ankommen, genau. Antreffen.
Man trifft ja Personen an und nicht einen Ort. Na komm, Knochendorf haben wir gesagt, machen wir mal eine kurze Rast und schauen mal. Na komm, diese Kappen können wir mitnehmen, die sehen gut aus. Und diese Lumpen hier. Und ihr wollt noch ein bisschen Essen kaufen. Das hält 12 Tage. Na komm, noch ein paar Früchte. Und noch ein Brot. Jo, das hält wirklich eine lange Zeit vor. Oh, ein Schild haben die hier auch noch. Gut. Das nehme ich gerne an mich. Und etwas Munition. Ja, wir werden gerade ein bisschen Geld los, aber das gehört dazu. Nimmst du mir bitte noch den Schild hier? Dann bekommst du den. Dein Taschenmesser kannst du gerne gegen einen Speer eintauschen. Und du ziehst dich auch mal um. Dann können wir das hier verkaufen und das Taschenmesser auch. Nein, hier. Dir können wir noch das zweite Netz geben, damit du noch mehr werfen kannst. Und wer braucht alles eine Kopfbedeckung? Du. Und definitiv auch du. Na dann, weiter geht's. Wir haben mehr als genug Nahrung. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Nahrung, weil die Nahrung wird ja irgendwann mal schlecht. Wo müssen wir lang? Hier lang. Na dann, Richtung Mooswall. Vielleicht treffen wir unterwegs auf irgendwelche Banditen oder so. Man weiß es nicht. Ist aber ein richtig langer Weg, auf den wir uns hier eingelassen haben. Guck mal, Banditen. Ob wir es mit denen aufnehmen können? Wäre schon irgendwie schön, so eine kleine Prügelei. Eine ganze Menge Banditen werden uns hier angekündigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, die sollten wir platt bekommen. Wir warten aber erstmal auf ihre erste Bewegung. Wobei. Na dann, Feuer frei. Nein. Feuer frei. Ich habe leider schon ein paar unserer Leute in Verteidigungsmodus versetzt. Was ja nicht gerade gut ist. Wobei, ich glaube, wir bleiben im Verteidigungsmodus, damit die noch ein bisschen näher ranrücken können. Genau. Wir warten erstmal ab. Das wäre blöd, wenn die den ersten Angriff bekommen würden. Da könnten wir schon mal einen einfangen. Aber das haben wir noch nicht nötig. So, na dann kommt mal näher, Freunde. Wir warten ab. Bogenschützen dürfen feuern. Guter Treffer. Naja, ich glaube, ihr könnt schon mal hoch. Nur damit ihr euch da oben verteidigen könnt. Und du? Schieß mal auf die mit der großen Axt. Der wirkt bedrohlich. Na dann, hier hin. Und einer weg. Sehr gut. Na, kommt hoch da. Den können wir schon mal in den Nahkampf verwickeln. Oh, du schlägst mit einer Spitzhacke zu. Du bist ja mutig. Au! Wow, oh, der hat mir ein Schild kaputt gemacht. Oh, oh, oh. Das wird teuer, Freundchen.
Na dann machen wir sie platt. Und... leider nicht. Genau, rückt mir mal alle vor. Und einen von denen könnte man einfangen, wie zum Beispiel den hier. Gut, näher ran. Oh, halt. Du warst irgendwo im Gefechtsbereich. Moment, da ist jemand. Ah. Ich hasse das, wenn sich die Ebenen einfach nach unten scrollen und man plötzlich nicht mehr sieht, wo die Gegner stehen. Und das ist die Rache für mein Schild. Genau, geh du mir mal hier hoch. Und du gehst mir mal hier hin. Und dann wirst du zermalmt. Oder auch nicht. Nächste Runde vielleicht. Dass der unter seinem Netz immer noch ausweichen kann, das ist schon eine große Leistung. Geh mal hier wieder hoch. Ich möchte ja alle meine Leute sehen. Kannst du ihn betäuben? Jawohl. Der geht nirgendwo mehr hin. Und dann wirst du hier umgestochen. Und du vielleicht auch noch? Genau. Double Kill. Ach, hier steht ja auch noch einer. Den habe ich komplett übersehen. Jetzt nicht mehr. Und er hat sich aus dem Netz befreien können. Meine Axtkämpfer kommen hier leider nicht mehr zum Zug, aber das macht nichts. Solange wir hier lebendig wieder rauskommen. Na komm, lauf mal hier rum. Naja, du kannst ja nicht stehen bleiben. Nochmal betäuben? Nein. Aber dafür kaputt schlagen. Das klappt immer. Und erledigt. Gut. Ein Level up, zwei, drei Level ups. Eine brauchbare Rüstung. Und jede Menge Plunder. Die Spitzhacken. Dieser Knüppel hier. Naja, die Keule hier, die könnte vielleicht noch nützlich werden. Und ein paar Werkzeuge und Heilkräuter. Das war das Wichtigste. Na komm, regeln wir erstmal unsere Level-Ups. Auf jeden Fall bekommt hier erstmal jemand eine bessere Rüstung, nämlich du. Dann bekommst du das da und du kannst deine Lumpen auch endlich ausziehen. Die Waffen brauche ich aktuell nicht. Machen wir die Level-Ups. Du bist Nahkämpfer, also Nahkampfangriff, also ich meine Hitpoints, Nahkampfangriff und Nahkampfverteidigung. Bei dir auch erstmal dasselbe, also Hitpoints, Nahkampfangriff und Verteidigung. Hier wiederholt sich das ganze Spiel nochmal. Wow, du hast schon eine ganze Menge Nahkampfverteidigung. Vielleicht sollten wir mal bei dir demnächst auf Resolve gehen. Damit du uns nicht so schnell in Panik gerätst. Du brauchst definitiv Verteidigung. Nahkampfangriff und ein paar HP scheinen dir auch nicht. Und ihr bekommt alle den Studenten-Perk. Damit ihr besser bzw. schneller Erfahrung farmen könnt. Der lohnt sich definitiv am Anfang. Und man muss aufpassen, dass man sich hier nicht verskillt. Denn es gibt ja nur maximal 11 Level, die die Leute hochsteigen können. Naja, nichtsdestotrotz gehen wir erstmal weiter Richtung Mooswall. Und da kommt eine Mooswall-Patrouille, aber die ist ja relativ spät dran. Na dann Leute, gebt mal ein bisschen Gas. Natürlich, nehmt mal die Abkürzung hier über die Wiese.
Warum denn nicht? Ja, wenn das Spiel meint, es wäre so kürzer. Weil ich das ungute Gefühl habe, wenn wir hier so runtergelaufen wären auf der Straße, dann wären wir vielleicht ein bisschen schneller angekommen. Und wir machen gerade eine Pause. Was? Was ist mit dem Goldfisch? Der will den Goldfisch kaufen. Nun gut. Wobei, ich würde mal sagen, wir tun hier mal ein bisschen lagern. Dann vergeht die Zeit ein bisschen schneller. Und im Morgengrauen gehen wir in die Stadt rein. Ja stimmt ja, das war unser Lagerfeuer, was da gebrutzelt ist. Na komm, in die Stadt, habe ich gesagt. Ja, mein Waffenschmied. Oh, interessant. Aber die Waffen sind allgemein sehr teuer. 1911. Was bekommen wir am Markt? Auch dasselbe. Nun gut. Oh, hier gibt's coole Mützen. Von denen würde ich gerne mal zwei mitnehmen. Wir nehmen mal die kaputten. Die reparieren wir dann selber unterwegs. Oh, noch so eine coole Rüstung. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das Geld nicht ausgeht. Na komm, wir können das Zeug hier noch verkaufen. Die andere Rüstung hätte ich zwar auch gerne, aber man kann nicht alles haben. Theodor hat ja schon eine 90er Rüstung. Das hier ist eine 80er. Oh, du brauchst jetzt ein neues Schild. Ja, da bin ich vor ein bisschen zu früh das Schild verkauft, aber gut. Bekommst du es eben. 45, 50, 40. Dann ist ja alles klar. Dann bekommst du diese Mütze hier noch und du den Strohhut. Und wir haben hier wieder eine Rüstung, die frei geworden ist. So langsam rüsten wir uns auf. 30. Nun gut, die Klamotten können wir direkt verkaufen. Na dann, marschieren wir weiter, weil so weit ist es ja nicht mehr nach Elengrube. Es war ein weiter Weg noch, aber das sollten wir heute noch schaffen. Es ist gerade mal Mittag. Ich wäre schon gerne vor Anbruch der Dunkelheit in der Stadt, damit wir uns dann noch ein bisschen umgucken können. Juhu, angekommen. Und wir haben unser Geld wohl verdient. Rüstungsschmied gibt es hier. Oh, teure Rüstung. Hätte ich alles gerne. Hm, 156. Na komm, das verkaufen wir auch mal. Und dann können wir uns mal diese Rüstung hier noch gönnen. Und zwei oder drei Schilder. Nein, wir wollen in der Stadt bleiben, wenn ich bitten darf. So, dann bekommst du jetzt auch eine neue Rüstung. Und du darfst auch mal eine bessere Rüstung tragen. Nimm du erstmal wieder dein Netz in die Hand. Du brauchst ein Schild. Genau, ersetz mal dein billiges Schild. Und das Schild heben wir uns mal für schlechte Zeiten auf. Na dann, gucken wir mal, was es hier für eine Aufgabe gibt. Lass uns mal über Geld reden. 640 Kröten. Mehr? Ach, der ist ja nur aufgeteilt. Na komm. Was wollen die hier? Banditen aus dem Blackhound-Camp verjagen. Gut, machen wir.
Aber ich würde sagen, meine Freunde, das machen wir dann erst im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.